Wir dürfen uns jetzt freuen auf den Michael Knoth, Journalist unter anderem für das Hanfjournal und der Kultmoderator von Exzessiv, das Magazin. Michael ist, glaube ich, da. Ja, Michael, er kommt jetzt, er schreitet ganz langsam zu euch. Also einen warmen Applaus für Michael Knoth vom Hanfjournal. Ja, hallöchen. Exzessive Grüße an die Berliner Hanfparade. Sind ja heute sehr, sehr viele Leute gekommen. Das freut mich sehr. So viele waren wir lange nicht mehr. Und ja, erstmal ein großes Dankeschön dafür. Und ja, ich werde oft gefragt, wie schafft ihr das mit Exzessiv so ständig unterwegs zu sein? Wir haben dann natürlich auch Helfer, die möchte ich jetzt alle nicht beim Namen nennen, weil das würde den Rahmen sprengen. Und ja, an die Helfer auch nochmal vielen Dank. Und im Rahmen unserer vielen Reisen sehen wir ja auch nicht nur, dass Cannabis total verboten ist. Im Rahmen unserer vielen Reisen haben wir ja in den letzten Jahren auch gesehen, dass Cannabis in einigen Ländern der EU gar nicht mehr so streng gehandhabt wird. Deswegen war ich ja in den letzten Jahren so oft in Spanien. Ich habe mir da diverse Cannabis Social Clubs angeguckt. Wer hat denn das Wort Cannabis Social Club schon mal gehört? Kennt ihr das? Ja, super, also scheint informiert zu sein. Ich sag mal, das ist so ein bisschen das Gegenmodell zum Coffeeshop, was der Noel eben vorgestellt hat. Da wird auch Cannabis legal abgegeben, aber das ist Cannabis, das die Mitglieder zusammen anbauen und das wird komplett dem Schwarzmarkt entzogen. Damit fallen schon mal viele Kritikpunkte, die hier gegen eine Legalisierung stehen, komplett flach. Weil das Cannabis taucht gar nicht auf irgendeinem Markt auf, weder auf dem Weiß- noch auf dem Schwarzmarkt. Es wird zusammen von den Mitgliedern angebaut, kontrolliert und dann zusammen abgegeben. Jeder kriegt das, was er im Prinzip anpflanzt. Wie das im Einzelnen abläuft, könnt ihr euch vielleicht mal bei Exzessiv anschauen. Und was ganz toll dabei ist, die Cannabis Social Clubs, die haben mittlerweile eine Kultur erschaffen, also so eine Art Gegenkultur erschaffen, wo wirklich um die Clubs herum sehr viel auch Cannabis-Kultur vermittelt wird. Sehr viel Wissen über Hanf, altes Wissen über längst vergessenes Wissen über Hanftechniken, wie man Haschisch macht und so, wo die Leute hier mit den Ohren schlackern. Sowas finde ich total cool. Und die zeigen den Leuten, dass man halt, wenn man Cannabis halt nicht total verbietet, wenn man auch nur die Zügel ein bisschen locker lässt, auch sehr viel Kultur an die Oberfläche holt, die vorher Subkultur war. Und wer fände das denn gut, dass wir in Deutschland auch Cannabis-Social-Clubs haben? Fände das irgendjemand gut? Boah, eine Menge. Boah, cool, ja. Auf jeden Fall. So, und jetzt ist mal, wie schaffen wir das denn? Und jetzt ist meine nächste Frage, wer hat denn schon mal einen Antrag gestellt für einen Cannabis-Social-Club? Anderthalb Hände. Okay. Das geht nämlich ziemlich einfach. Gesicht zeigen, das seht ihr an mir, ist gar nicht so schwer für die Cannabis-Legalisierung. Wenn man nicht total auf den Kopf und auf den Mund gefallen ist, kann man durchaus mal ein bisschen aktiv werden, auch im Privatleben. Ich habe zu Hause auch ein ganz schickes Privatleben, das ich eigentlich hier auf der Bühne oder vor der Kamera nicht gerne austrage. Aber das gibt mir natürlich auch die Kraft, sowas zu machen, ein geordnetes Privatleben. Und gerade solche Leute könnten man auch mal mit uns an die Öffentlichkeit gehen und gerade dieses Modell Cannabis-Social-Clubs ein bisschen promoten. Weil das ist relativ einfach, besonders wenn man nicht in Berlin wohnt, sondern vom Lande kommt, im Lokalparlament oder beim Bürgermeister so eine Eingabe zu machen. Und die lokale Presse, die hat dann halt auch immer ein viel größeres Ohr als die Bild-Zeitung oder immer die Medien, auf die wir schimpfen. Deswegen, Leute, das ist gar nicht so unerfolgreich. Es gibt diverse Modelle in Westdeutschland, wo das geklappt hat. Leider hier im Osten bei uns noch gar nicht. Deswegen fordere ich besonders auch die Leute auf, die dort wohnen, wo die Linke an der Regierung ist. Denn das ist hier bei uns im Osten noch ziemlich oft, dass die Linke irgendwo an der Lokalregierung ist. Und die macht hier doch relativ wenig. Wir haben die Linke heute gehört, wie toll sie für die Legalisierung dasteht. Aber auf lokaler Ebene ist sie genau die Partei, die sehr oft an der Macht ist, sehr oft lokal Bürgermeister oder auch Landräte stellt, aber nie die Legalisierung auf lokaler Ebene halt vorantreibt. Deswegen, Leute, seht zu, dass ihr auf lokaler Ebene aus dem Arsch kommt, dann schaffen wir das auch im Großen. Ganz wichtig. So.
Ja, wenn das nur so einfach ginge, wie der junge Mann vor mir hier vorschlägt, dann hätten wir das in Kreuzberg schon längst legalisiert. Das ist halt ein langer Prozess. Ich finde das auch ganz cool, dass du das ansprichst. In Kreuzberg soll halt ein Coffeeshop entstehen, aber das ist eher ein politischer Prozess. Das produziert momentan Schlagzeilen. Wer sich da ein bisschen mehr mit beschäftigt, kann auch mal exzessiv schauen und kann dann natürlich sehen, dass das vielleicht in 3-4 Jahren mal ansatzweise realistisch ist. Aber wir sollten uns in meinen Augen auch auf diese Cannabis-Social-Clubs konzentrieren, denn da kommen die Leute selber aus dem Arsch und vermitteln auch mal ein bisschen Cannabiskultur und zeigen den Leuten, den anderen Leuten, die halt nicht den ganzen Tag irgendwie sich mit dem Thema beschäftigen, dass in unseren Kreisen halt auch eine super coole Kultur herrscht, die man nach außen tragen kann, ja, mit der man sich nicht verstecken muss. So, und ja, ich wollte dann halt allen Leuten auch noch danken, die im Lauf des letzten Jahres aktiv geworden sind, die im Internet halt, besonders im Internet, exzessiv geschaut haben, dem DHV gefolgt sind, den Blog des Hanfjournal gelesen haben und wirklich auf lokaler Ebene richtig aus dem Potte gekommen sind. Die Hanfblütenfreunde in Franken ist dann ein super Beispiel für. In Frankfurt ist eine Menge passiert auf lokaler Ebene. Also es ist nicht so, dass bei uns nichts passiert. Vielen Dank nochmal an die, die geben uns auch die Kraft weiterzumachen. Nochmal ein ganz, ganz großes Big Up auch hier an die Organisatoren. Und nochmal ein ganz großes Big Up hier an die Reggae-Family in Berlin, die hier jedes Jahr auch richtig supportet. Und ja, in dem Zusammenhang möchte ich euch heute Abend auch noch in den Kili-Club einladen. Der Kili-Club im Wiesenweg 5 in Lichtenberg, das ist in Friedrichshain. Da feiern wir zusammen mit dem Ganja-Mann unsere 8. Vibes to Legalize, die exzessiven Vibes to Legalize. Und wer kommen möchte, ist herzlich eingeladen. Kili-Club, das ist S-Bahnhof Ostkreuz oder S-Bahnhof Frankfurter Allee. Ab 10 Uhr fangen wir an, mit dem Warm-up, ab 12 Uhr geht's richtig los. Und ja, ich würde mich freuen, euch heute Abend da auch begrüßen zu dürfen und mit uns zusammen zu legalisieren. Ja, in diesem Sinne, ich will euch nicht weiter langweilen. Viel Spaß mit Martin Yondo und exzessive Grüße da nach draußen. Tschüss. Herzlichen Dank, Michael Knoth, auch vom Hanfjournal.